Herzlich willkommen zu unserer vierteiligen Videoserie Custom Wasserkühlung. Heute im ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Auswahl und der Planung der Komponenten. Also los geht's, viel Spaß. Du willst eine Custom-Wasserkühlung in deinem System, hast aber keine Ahnung, wie du mit dem ganzen Thema starten sollst, dann bist du hier genau richtig, denn das ist das erste Video unserer vierteiligen Serie zum Thema Custom-Wasserkühlung. Heute starten wir mit Planung und Auswahl der Komponenten und geben dir zudem einen Überblick über die wichtigsten Bauteile einer Custom-Wasserkühlung. Kleiner Hinweis vorweg, das Video ist vollgestopft mit Infos, also richtig vielen Infos. Ziel ist es aber, dir alles Wissen zu vermitteln, was du brauchst, um deine eigene Custom-Wasserkühlung planen und vor allem auch umsetzen zu können. Das Video ist daher unterteilt in einen Theorieteil, in dem ich dir das ganze Grundwissen beibringe, und einen Praxisteil. Heute geht es um die Montage eines CPU-Kühlers. Das ist alles sehr viel. Das heißt, wir haben extra Kapitel angelegt, mit denen kannst du zu einzelnen Kapiteln springen, Sachen vielleicht auch nochmal gezielt wiederholt anschauen oder auch Sachen skippen, die dich vielleicht nicht so interessieren. Insgesamt wird es 4 Videos geben. In jedem Video haben wir einen Praxisteil und in jedem Praxisteil widmen wir uns einem anderen Schwerpunkt. Am Ende der Reihe wird ein fertiges, custom wassergekühltes System vor uns stehen. Jetzt fangen wir aber an mit der Theorie. In den letzten Jahren hat sich das Thema Custom-Wasserkühlung aus dem Nischenbereich in den Mainstream geschlichen. Und neue Videos zu Custom-Wasserkühlung zu produzieren, war eines der meistgefragtesten Kommentare unter unseren YouTube-Videos. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Nun, um diesem ganzen Thema gerecht zu werden und den richtigen Rahmen zu geben, haben wir uns jetzt sehr lange mit unserem Partner und den Wasserkühlungsspezialisten EK Waterblocks beraten. Und nun ja, lassen wir doch Attila mal zu Wort kommen. Der sagt euch, was EK Waterblocks tut, um dir den Einstieg in dieses Thema zu erleichtern. There are several easy ways to get into custom loop liquid cooling. And if you need help figuring out where to begin, Case King or EK Customer Support is an excellent place to start. Other tools can also help you get started, like the EK Compatibility List, the largest liquid cooling hardware compatibility database, or the EK Custom Loop Configurator. The CLC will let you pick your case and hardware and assemble a list of parts guaranteed to work with your hardware. If you already have an idea of what you want but need some inspiration, check out the EK Shop the Loop webpage. That's a great place to get inspiring ideas and replicate the presented liquid-cooled PCs with a click of a button. If you have already placed your order and are waiting for your parts, come hang out on Case King or EK social media channels. If you follow the user manual and perform a simple leak test before you fill your PC with coolant, you will be 99.99% safe from all failures. The 0.01% is lightning striking your house. There's nothing scary about putting liquid in your PC. Water is already all around us, so we encourage you to join the water cooling community and boost your PC's performance in style. Wie du siehst, brauchst du keine Angst davor zu haben, eine Custom-Wasserkühlung in deinen Gaming-PC einzubauen. Es gibt einfach nur jede Menge Sachen zu beachten und vor allem zu wissen. Am Ende dieses Videos sind dir aber alle gängigen Begriffe bekannt und du kannst direkt mit der Planung loslegen. Eine Custom-Wasserkühlung ist deutlich teurer als eine Luftkühlung. Der Einbau ist viel aufwendiger und die Systeme müssen auch noch regelmäßig gewartet werden. Klar ist allerdings, dass ein gut abgestimmter Wasserkühlungskreislauf immer performanter ist als eine Luftkühlung, allein durch die größere Kühloberfläche, die zur Verfügung steht. Damit bietet dir ein wassergekühltes System die perfekten Voraussetzungen, was ein leises Betriebsgeräusch angeht, was die Performance angeht und vor allem die Langlebigkeit deiner Hardware-Komponenten. Aber die heutige Hardware ist doch so effizient, dass man eigentlich keine Custom-Wasserkühlung braucht, oder? Warum also der ganze Aufwand? An erster Stelle steht für mich hier persönlich das Design. Durch das Zusammenspiel der ganzen Komponenten lassen sich die abgefahrensten Looks entwickeln und jeder, der so ein System schon mal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede, die sehen einfach endgeil aus. Falls du aber keine Ahnung hast, wovon ich gerade rede, dann check doch mal diese Beispiele aus unserer KingMod-Werkstatt.
Lecker, oder? Ich meine, sowas kann man halt nur mit einer Custom-Wasserkühlung realisieren. Und neben dem Design ist die eigentliche Arbeit an der Custom-Wasserkühlung genau das, was mich so reizt. Also das Ausprobieren, das Konzipieren, das Planen und natürlich auch das Umsetzen der Custom-Wasserkühlung, das reizt mich persönlich total. Und Custom bedeutet nun mal Custom. Jede Lösung ist individuell, die ist einzigartig und speziell auf die Komponenten und das Gehäuse zugeschnitten. Und genau diese Begeisterung für dieses Thema, die wollen wir dir auch vermitteln mit dieser Videoserie. Und von daher wollen wir dir das nötige Wissen und das Können an die Hand geben, damit du deinen ersten eigenen Custom-Wasserkühlungskreislauf planen und auch realisieren kannst. Das war es jetzt erstmal zur Einführung. Jetzt starten wir mit dem Kernthema Planung und Auswahl der Komponenten. Wie bei jedem PC-System steht ganz am Anfang erstmal die Frage, wofür möchtest du das System nutzen und was für Hardware-Komponenten ergeben sich daraus? Und jetzt erweitern wir das Ganze nochmal um das Thema Wasserkühlung, denn zu den Hardware-Komponenten deiner Wahl muss es auch die entsprechende Wasserkühlungslösung geben. Meistens empfiehlt es sich, mit dem Gehäuse zu starten und ist natürlich völlig klar, dass in diesen Gehäusen unterschiedliche Konfigurationen möglich sind, beziehungsweise in das Mini bekomme ich nicht ansatzweise so viele Radiatoren oder Radiatorfläche wie in den großen Big Tower, den Odyssey X. Entschieden haben wir uns heute für das Lianli O11 Dynamic Evo, weil es einfach aktuell das flexibelste Gehäuse auf dem Markt ist. Und Lianli lässt schon seit Jahren das Thema Wasserkühlung in den Designprozess ihrer Gehäuse einfließen. Und wie sowas aussieht, das haben wir mal direkt bei Lianli nachgefragt. Vor Beginn eines neuen Projekts definieren wir die geschätzte Position und Größe der Radiatoren, um die entsprechenden Montageplätze und die Art der Befestigung im Gehäuse bestimmen zu können. Wir arbeiten zudem eng mit Herstellern von Wasserkühlung zusammen, um die Anforderungen von Radiatoren, Distroplates und Reservoirs zu erfüllen und diese Faktoren in die Entwicklung einfließen zu lassen. Für die Planung von Custom-Wasserkühlung in kompakten Gehäuse, wie zum Beispiel dem O11 Dynamic Mini, wo Komponenten auf engstem Raum untergebracht werden müssen, haben wir drei Arten von Halterung für Ausgleichsbehälter entwickelt, die in verschiedenen Szenarien verwendet werden können, damit der Kunde bei der Installation nicht durch den vorgegebenen Platz limitiert wird. Im Gegensatz zu anderen MIDI-Tower-Gehäusen bietet das LAN-COOL 3 nicht nur Platz für 360mm Radiatoren in der Front und im Deckel, sondern kann auch einen weiteren 360mm Radiator auf der Netzteilabdeckung aufnehmen. Die abnehmbare Montagehalterung kann außerdem nach vorne oder hinten verstellt werden, um genügend Platz für die Radiatoranschlüsse zu lassen. Das V3000 Plus, das LAN-COOL 3 und das O11 Dynamic Evo und einige andere unserer Gehäuse sind mit anpassbaren Radiatorhalterungen ausgestattet, sodass der Kunde die Abstände, je nach Komponenten und der gewünschten Konfigurierung der Wasserkühlung, selbst anpassen kann. Das O11 Dynamic Evo bietet zudem die Möglichkeit, die Grafikkarte vertikal zu montieren, um bei der Installation viel Platz für die Tubes zu gewährleisten. Die genannten Beispiele sollen veranschaulichen, wie wichtig es uns ist, den Kunden so viele Optionen und Alternativen wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Custom-Wasserkühlung möglichst einfach aufbauen können. Wir verwenden oft Daumenschrauben, um die Halterung zu befestigen, um so den Einsatz von Werkzeugen zu minimieren und die Montage einer Custom-Wasserkühlung zu erleichtern. In jedes unserer Gehäuse werden viele innovative Details integriert, um den Bauprozess zu optimieren. Das ständige Feedback unserer Kunden treibt uns an, unser Gehäusedesign stetig zu verbessern. Wenn wir uns jetzt das Gehäuse mal im Detail anschauen, dann sehen wir, dass das O11 Dynamic Evo jede Menge coole und interessante Features mit sich bringt, die gerade beim Thema Custom-Wasserkühlung wichtig sind. Zum einen hat es drei Einbauplätze für Radiatoren. Einmal unten, einmal oben und neben dem Mainboard-Tray. Richtig klasse finde ich auch noch, dass man die Grafikkarte sowohl horizontal, vertikal als auch neben dem Mainboard-Tray platzieren kann, was also einfach mal designtechnisch nochmal einen anderen Flavor mit reinbringt. Und es gibt extra Distro-Plates für das Gehäuse, auch hier neben dem Mainboard möglich oder in der Front. Und somit ist das Gehäuse die perfekte Grundlage, die perfekte flexible Grundlage, gerade auch für Anfänger, denn so kannst du auch während dem Bau hier und da noch ein bisschen was anderes machen. So viel zu den Gehäusen, als nächstes machen wir weiter mit der CPU. Bei der Wahl der CPU musst du dir eigentlich nicht so einen großen Kopf machen, denn sowohl Intel als auch AMD setzen bei einer Baureihe auf den gleichbleibenden Sockel als auch die Größe des Heatspreaders. Unsere Wahl ist für dieses Projekt auf das aktuelle High-End-Flaggschiff von Intel gefallen, den 13900K. Und somit ist klar, dass wir uns direkt einen Intel-kompatiblen Wasserkühler aussuchen müssen. Wie wir den montieren, das siehst du später im Video.
bei der Wahl des Mainboards gibt es in puncto Wasserkühlung gerade als Einsteiger erstmal nichts Besonderes zu beachten. Natürlich muss dein Mainboard zu deiner CPU passen, also der Sockel muss derselbe sein, aber bei allen anderen Features kannst du dich rein auf Performance und Design des Mainboards konzentrieren. Wir haben uns jetzt hier für ein ATX Mainboard entschieden, das Z96 Aorus Master von Gigabyte. Kommen wir jetzt zu einem der spannendsten Bauteile in einem Gaming-System, natürlich die Grafikkarte. Spannend ist das aus verschiedenen Gründen, hier nenne ich dir erstmal die wichtigsten. In einem Gaming-System ist die Grafikkarte die heißeste Komponente, die hat natürlich am meisten zu tun und in einem luftgekühlten System ist sie damit auch die lauteste. Nicht für jede Grafikkarte gibt es auf dem Markt einen passenden Wasserkühler und wenn du einen passenden gefunden hast, dann verlierst du bei den meisten Herstellern auch noch die Garantie, wenn du deine Grafikkarte umbaust. In unserer Videoserie Custom Wasserkühlung widmen wir Folge 2 ausschließlich der Grafikkarte und den eben angesprochenen Themen. Für heute ist für dich aber nur wichtig zu wissen, dass gerade die High-End-Modelle, also die Flaggschiffe von AMD und Nvidia, mit einem Wasserkühler von verschiedenen Herstellern versorgt werden. Das macht natürlich auch Sinn, denn die leistungsstärksten Modelle produzieren die meiste Abwärme und das muss natürlich auch wiederum gekühlt werden. Wenn du sehen möchtest, ob deine Grafikkarte mit einem passenden Wasserkühler supported wird, dann kannst du das zum Beispiel im Konfigurator von EK Waterblocks machen. Alles weitere zum Thema Grafikkarten und Wasserkühlung dann in der zweiten Folge. Für heute war es das erstmal. Wir entscheiden uns für die RTX 4090 von Asus. Als Anfänger ist die schiere Masse an Produkten und Optionen sicherlich erstmal überwältigend. Das ging mir tatsächlich früher auch so, aber keine Angst, wir gehen schrittweise, Stück für Stück die einzelnen Teile durch. Ich sage dir, worum es sich handelt, was für Varianten es gibt, was die Teile in einem Wasserkühlungskreislauf überhaupt verloren haben und dann sage ich dir noch, wie du das passende Teil für dich findest. Also anschnallen, los geht die wilde Fahrt. Angefangen mit der wichtigsten Komponente, wenn es darum geht, die Leistung deiner Wasserkühlung zu bestimmen, und das ist der Radiator. Der Radiator ist der Wärmetauscher deines Wasserkühlungskreislaufes. Er nimmt also die Hitze des Kühlmittels auf und gibt diese an die Umgebungsluft ab. Einfluss auf die Effektivität dieses Prozesses hat zum einen die Größe des Radiators oder die Größe der Gesamtkühloberfläche, das Material, aus dem der Radiator gefertigt wurde, und die Lüfter, die du auf dem Radiator montierst. Kupfer und Messing leiten Wärme besser als Aluminium, daher sind Radiatoren aus diesen Materialien leistungsfähiger, durch den höheren Materialpreis aber auch etwas teurer. Aluminium kommt bei Radiatoren für Custom-Wasserkühlung sowieso eher selten zum Einsatz und sind eher in Radiatoren von All-in-One-Wasserkühlern zu finden. Die Kühloberfläche eines Radiators wird durch drei Faktoren bestimmt. Das ist zum einen die Größe des Radiators, seine Dicke und die Anzahl der Finnen, die auf einem Inch zu finden sind. Die Standardgrößen bei Radiatoren orientieren sich an den Standardgrößen von Lüftern und anhand der Anzahl, wie viele Lüfter ich auf eine Seite des Radiators montieren kann. Den jetzt hier als Beispiel genommen. Hier kann ich 220 mm Lüfter montieren, bedeutet, es ist ein 240 mm Radiator. Bei Radiatoren gibt es noch verschiedene Dicken, von extra dick bis hin zu schmal. Und generell kann man sagen, dass je größer und je dicker ein Radiator ist, desto mehr Kühloberfläche hat er und desto leistungsstärker ist er auch. Ganz wichtig beim Thema Radiatoren ist das Zusammenspiel zwischen Radiator und Lüfter. Je dichter die Finnen eines Radiators, desto höher ist die Kühlleistung, das haben wir ja schon gelernt, aber desto höher ist auch der Druck, der aufgebaut werden muss, damit die Luft durch diese Finnen hindurch gedrückt werden kann. Nun, daher ist es wichtig, besonders auf Lüfter zu setzen, die einen hohen statischen Druck aufbauen können. Und bei uns im Shop findest du das als Angabe MMH2O ausgesprochen Millimeter Wassersäule. So, jetzt wird es aber endlich Zeit, sich für einen Radiator zu entscheiden. Und zum Start kannst du dir hier eine kleine Faustformel zu Hilfe nehmen. Die besagt, dass mit ca. 100 Watt Abwärme 120 mm Radiatorfläche benötigt werden. Bei unserem System, also bei der CPU und bei der Grafikkarte, die wir gewählt haben, kommen wir somit auf ca. 750 Watt Abwärme bei Spitzenlast. Somit laut Faustformel ist klar, dass wir mindestens zwei, besser aber drei 360 mm Radiatoren verbauen sollten. Wir entscheiden uns für drei Stück. Drei 360 mm Radiatoren ermöglichen uns, ca. 900 Watt Abwärme abzuführen. Und ein weiterer Vorteil, wenn du großzügig rechnest, ist, dass deine Lüfter nicht die ganze Zeit auf Anschlag laufen müssen und dein gesamtes System etwas leiser wird. Die Pumpe ist das Herz einer jeden Wasserkühlung, denn sie befördert überhaupt erst das Kühlmittel durch deinen Kreislauf. Da gibt es verschiedene Modelle auf dem Markt.
Durchgesetzt oder am weitesten verbreitet sind die D5-Pumpen und die DDC-Pumpen. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Mach dir erstmal keine Sorgen, egal für welche du dich entscheidest, beide werden ihren Zweck gut erfüllen und du wirst zufrieden sein. Aber du siehst natürlich, dass sie allein von der Bauhöhe, von der Größe sich schon unterscheiden. Das ist der erste Punkt. Die DDC ist etwas kleiner und kompakter und daher vielleicht auch eher für enge Systeme geeignet oder für kleine. Und die D5 braucht mehr Platz, weil sie von der Baugröße her einfach größer ist. Weiteres Kriterium, in dem sie sich unterscheiden, ist das Betriebsgeräusch. Die DDC hat da einen höheren Ton, den sie produziert, und die D5 einen tieferen. Das ist rein subjektiv, was dir eher zusagt, aber auch da musst du dir keine Sorgen machen. Eine Pumpe lässt man in der Regel nicht auf 100% Leistung laufen, sondern du kannst sie locker auf 40-60% Leistung drosseln. Und dadurch ist das Betriebsgeräusch, das sie emittieren, leiser und du wirst es kaum noch wahrnehmen, außer aus deinem Gehäuse heraus. Die DDC ist luftgekühlt. Das heißt, hier empfiehlt es sich, einen extra Aufsatz zu kaufen, der eben das macht. Und du brauchst natürlich auch noch entsprechend Airflow in deinem Gehäuse. Ich habe den hier schon mal montiert, damit du das sehen kannst. Diesen Aufsatz brauchst du bei der D5 nicht, denn die kühlt sich allein durch das durchströmende Kühlmittel, das sie durchfließt. Egal für welche Pumpe du dich entscheidest, du brauchst auf jeden Fall einen Aufsatz, mit dem du sie in den Wasserkühlungskreislauf einbinden kannst. Hier habe ich mal einen für die DDC, der wird hier montiert und wie du sehen kannst, bringt er zwei Gewinde mit sich und dann kannst du die Pumpe in deinen Kreislauf integrieren. Hier ist das Äquivalent für die D5-Pumpe und wo ich gerade schon bei Aufsätzen bin, das ist nur eine Art von Aufsätzen. Es gibt da verschiedene Größen und Formen und in den letzten Jahren sehr beliebt oder durchgesetzt und besonders für Einsteiger zu empfehlen, sind Kombinationen aus Ausgleichsbehälter und Pumpe. Das ist dann ein Set. Right out of the box kannst du das benutzen und bringt alles mit, was du brauchst. Da musst du dir keine Sorgen machen, welche Pumpe mit welchem Aufsatz wähle ich. Da hast du alles einsteigerfreundlich in einem Set und ich mache es mir heute eben auch einfach. Ich nehme die D5 mit dem Ausgleichsbehälter. Stichwort Ausgleichsbehälter. Der Ausgleichsbehälter stellt den Wasservorrat für dein System bereit. Und wie du sehen kannst, gibt es verschiedene Formen und Größen und ich habe nur eine kleine Auswahl bereitgestellt. Wichtig an der Stelle ist mir noch zu sagen, dass die Größe des Ausgleichsbehälters überhaupt keinen Einfluss auf die Leistung deiner Wasserkühlung hat. Der Ausgleichsbehälter hat im Kreislauf verschiedene Funktionen, unter anderem natürlich den Wasservorrat bereitzustellen. Er sorgt auch dafür, dass deine Pumpe stetig mit Wasser oder Kühlmittel versorgt ist. Er entfernt Luftblasen aus dem Kreislauf. Er erleichtert dir das Befüllen und auch generell die Wartung deines Systems. Kühlkörper nehmen die Abwärme deiner Komponenten auf und geben sie direkt an das Kühlmittel ab. Am häufigsten werden natürlich Grafikkarte und CPU gekühlt, weil die natürlich die größten Hitzeproduzenten in deinem System sind. Material, Leistung, Optik und Funktionsumfang von Kühlkörpern unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell. Ein CPU-Wasserkühler kühlt natürlich den Prozessor in deinem Gaming-System. In der Regel sind CPU-Wasserkühler kompatibel zu einer Vielzahl an Mainboard-Sockeln und damit auch CPUs. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass du vor dem Kauf überprüfst, ob dein gewünschter Wasserkühler auch mit deinem Mainboard-Sockel und deiner CPU kompatibel ist. Auf dem Markt gibt es eine große Auswahl an Wasserkühlern für CPUs. Ich habe hier mal was vorbereitet. Gleich vorweg, in der Performance her unterscheiden die sich nicht großartig. Eher Optik und Design sind hier unterschiedlich und von daher kannst du dir einfach das aussuchen, was dir optisch am meisten zusagt. Ich entscheide mich heute für den Velocity 2. Monoblöcke sind eine spezielle Art von CPU-Kühlern, denn die kühlen neben dem Prozessor auch noch die Spannungswandler, die auf dem Mainboard sitzen. Und weil diese Spannungswandler bei Mainboards an unterschiedlichen Stellen sitzen, sind Monoblöcke meist nur mit einer geringen Auswahl an Mainboards oder manchmal sogar nur mit einem einzigen Mainboard-Modell kompatibel. Du siehst aber, dass sie sich von der Optik einfach nochmal unterscheiden zu universal einsetzbaren CPU-Kühlern. Das liegt auch daran, dass sie optisch auf das spezielle Mainboard-Design angepasst werden. Und daher sind sie rein vom Design und der Optik auch nochmal eine sehr interessante Option. GPU-Kühler kühlen natürlich die Grafikkarte in deinem Gaming-System und auf dem Markt haben sich hier die sogenannten Full-Block-Wasserkühler durchgesetzt. Das ist so eine Art Monoblock für Grafikkarten, denn diese kühlen neben dem Grafikprozessor auch noch den Arbeitsspeicher und die Spannungswandler der Grafikkarte, wodurch die ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen kann. Optisch veredeln kann man eine Grafikkarte oder auch das ganze Wasserkühlungssystem nochmal mit einer Backplate. Es gibt sogar Backplates, die aktiv zur Kühlung der Grafikkarte beitragen, denn die werden nochmal mit Kühlmittel durchströmt. Bevor du dich für einen Kühler entscheidest bzw. bevor du einen kaufst, solltest du unbedingt prüfen, ob er kompatibel zu deiner Grafikkarte ist.
Und zu diesem Thema, dem Thema Wasserkühlung der Grafikkarte, widmen wir unser gesamtes Video 2 unserer Videoserie. Da gehen wir nochmal in die Details. Für heute reicht es erstmal so weit. Wir entscheiden uns für den Vector 2 Kühler für unser Projekt. Die einzelnen Komponenten deiner Wasserkühlung müssen natürlich auch irgendwie in Verbindung stehen und einen Kreislauf bilden. Und hierfür kannst du Softtubes oder Hardtubes benutzen. Jeweils gibt es die in verschiedenen Größen, Farben, Materialien und Formen. Und an dieser Stelle, egal für was du dich entscheidest, leistungstechnisch hat das keinen Einfluss auf die Performance deiner Wasserkühlung. Hier kannst du also rein die Optik und deinen Geschmack entscheiden lassen. Ein bisschen auch dein handwerkliches Können und auch deinen Geldbeutel. Tiefer möchte ich in dieses Thema jetzt aber gar nicht hineingehen, denn wir widmen uns explizit dem Thema Tubing nochmal in Folge 3 unserer Videoserie. Anschlüsse verbinden deine eigentliche Wasserkühlungskomponente mit den Softtubes oder den Hardtubes. Das Wichtigste gleich vorweg, Anschlüsse für Softtubes und Hardtubes sind untereinander nicht kompatibel. Das heißt, hier musst du dich erstmal für eine Art entscheiden und kannst dann erst auf die Suche nach den passenden Anschlüssen gehen. Der Markt hat da eine große Auswahl in verschiedenen Formen, Farben, Größen und Materialien für dich zur Verfügung. Die Auswahl ist also ziemlich groß, aber keine Sorge, alle setzen auf das Standardgewinde G¼ Zoll. Damit schraubst du den Anschluss in deine Wasserkühlungskomponente und auf der anderen Seite sitzt dann der Anschluss für den Softtube oder für den Hardtube. Dann gibt es noch Adapter auf dem Markt. Diese kannst du zwischen deine Wasserkühlungskomponente und den Anschluss montieren und kannst damit zum Beispiel Winkel umsetzen oder gewisse Distanzen überbrücken. Das heißt, die können dir beim Einbau, der Wartung oder auch einfach nur bei der Optik deines Systems helfen. Distroplates sind im wortgebenden Sinne Verteilerplatten und die gibt es grundsätzlich in zwei verschiedenen Arten. Einmal Distroplates, die universal für mehrere Gehäuse einsetzbar sind. Da habe ich zum Beispiel die hier mitgebracht. Die kann in jedem 360 mm Radiatorplatz montiert werden. Und es gibt eben Distroplates, die speziell auf ein Gehäuse zugeschnitten sind, wie hier zum Beispiel die Reflection 2, die extra für das O11 Dynamic Evo konzipiert wurde. Grundlegend bringen Distroplates erstmal eine Vielzahl an G¼ Zoll Ports mit sich, um dir damit das optisch ansprechende Verlegen von Soft- oder Hardtubes zu vereinfachen. Dabei bleibt es aber nicht, denn gerade optisch finde ich sie richtig cool, denn dadurch, dass sie aus transparentem Acryl gefertigt sind, machen sie gerade in Verbindung mit einer RGB-Beleuchtung oder auch einem farbigen Kühlmittel nochmal richtig was her und setzen ein schönes Highlight in deinem System. Dabei bleibt es aber immer noch nicht, denn sie können zusätzlich als Ausgleichsbehälter fungieren, eine Pumpenhalterung enthalten, einen Flow-Indicator oder sogar Displays. Für den eigentlichen Wärmetransport im Kühlungskreislauf ist das Kühlmittel zuständig. Hier bitte aber nicht einfach nur gewöhnliches Leitungswasser nehmen, sondern das muss schon spezielles Kühlmittel sein. Das besteht aus destilliertem Wasser mit einigen Zusätzen. Minimum ist hier immer ein Korrosionsschutz und auch ein Mittel oder mehrere Mittel gegen Bakterien und Algenwuchs. Es gibt auch noch Hersteller, die weitere Mittel hinzumischen, zum Beispiel um Schaumbildung zu reduzieren oder auch um gewisse optische Effekte zu erzielen, also zum Beispiel Glitzerpartikel oder UV-Reaktionen. Wir haben hier mal was vorbereitet. Hier siehst du eine kleine Auswahl an dem, was so möglich ist. Für unseren Bild entscheiden wir uns heute für die vorgemischte rote Flüssigkeit. Aber es gibt noch viel mehr zu beachten bei dem Thema. Da gehen wir speziell nochmal in der vierten Folge unserer Videoserie drauf ein. Da geht es um Wartung und Kühlmittel. Das waren jetzt erstmal alle grundlegenden Komponenten, die eine Custom-Wasserkühlung zwingend braucht, um zu funktionieren. Es gibt aber noch weitere Themen, die wir jetzt erstmal außer Acht gelassen haben, wie zum Beispiel Wasserfilter oder auch generell das ganze Thema der Pumpen- und Lüftersteuerung. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass du alles an Wissen zusammen hast und jetzt schon mal deinen eigenen ersten Custom-Loop planen und auch umsetzen kannst. Ja, jetzt habe ich dich mit Infos wahrscheinlich ganz schön vollgeballert. Das soll für die erste Folge auch erstmal ausreichen. Jetzt gehen wir in den Praxisteil und ich zeige dir, wie man einen CPU-Wasserkühler montiert. Bevor ich aber in die eigentliche Montage gehe, möchte ich dir noch kurz vorher zeigen, wie die Funktionsweise eines Wasserkühlers ist. Und dafür habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ein CPU-Wasserkühler für Prozessoren ist generell aus mehreren Teilen aufgebaut. Und den ersten haben wir gleich hier. Das ist der Deckel des Kühlers. Wie du hier sehen kannst, hat der zwei Anschlüsse, G¼ Zoll, sowohl als Einlass als auch Auslass für das Kühlmittel. Ich lege den mal kurz zur Seite und komme dann direkt zum nächsten Bauteil. Das ist die sogenannte Jetplate. Deren Aufgabe ist es, das Kühlmittel auf einen sehr begrenzten Bereich zu konzentrieren und zu drücken. Und wenn ich die abnehme, dann sieht man, auf welchem Bereich oder wohin sie nämlich das Wasser drückt. Das hier sind die Mikrofinnen der Coldplate. Das ist die Kühlplatte, die direkt auf dem Prozessor aufsitzt.
Hier seht ihr jetzt die Rückseite des Kühlerdeckels und hier könnt ihr sehen, dass es hier eine Aussparung gibt. Hier beim Einlass wird das Wasser gesammelt und konzentriert und zusammen mit der Jetplate wird es dann auf einen ganz gezielten Bereich der Coldplate konzentriert. Und erst dadurch ist der Druck groß genug, dass das Kühlmittel durch die eng beieinander stehenden Kühlfinnen hindurchgedrückt werden kann. Bevor wir mit der CPU-Kühlermontage starten, natürlich als allererstes die CPU aufs Mainboard einsetzen. Nächster Schritt, Wärmeleitpaste auftragen. Und vor der Montage natürlich nicht vergessen, die Schutzfolie zu entfernen. Das war's jetzt mit der ersten Folge unserer Videoserie Custom Wasserkühlung. Wenn du dich jetzt sofort in die Planung stürzen möchtest und du merkst, aber irgendwo hapert's noch ein bisschen, kannst du dich jederzeit an meine Kollegen wenden unter systems@caseking.de. Die helfen dir dort sehr gerne weiter. Auch unser Partner EK Waterblocks bietet jede Menge Hilfe und Support rund um das Thema Custom Wasserkühlung, aber am besten erzählt dir Attila selber, an wen du dich da wenden kannst. You can find support regarding EK products at Caseking or through EK's customer support and social media channels. It doesn't make much difference whom you contact, as we are tightly connected. After all, Caseking was one of the first EK product distributors and we started collaborating 16 years ago. If you're looking for some water cooling inspiration and a place to hang out, you can check out the official EK Facebook page and Instagram profile. We also have an official EK Waterblocks Facebook group where you can connect with fellow community members. EK employees are also present and active in many water cooling Facebook groups and even Reddit, so getting the needed answer is really easy. If you want to start with a solo hunt and don't mind reading, check out our educational articles available through the EK blog, where we cover many liquid cooling topics. Or check out the EK YouTube channel that offers basic liquid cooling knowledge in a fun and easily digestible video format. In other words, don't be afraid to dip your toes into water cooling and come hang out with the cool kids. Das war's für heute von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte dir alles nötige Basiswissen vermitteln, damit du direkt mit der Planung und Umsetzung deiner ersten eigenen Custom-Wasserkühlung starten kannst. In der nächsten Folge geht Boris nochmal ganz gezielt auf das Thema Grafikkarte und Grafikkartenumbau und Wasserkühlung ein. Viel Spaß damit, ich bin raus für heute. Ciao, euer Marcel.